die, wo wir hergekommen sind. Hab schon wieder nicht drauf geachtet, ob Kisten, die wir öffnen, ob die weggehen, ne? Wollte ich eigentlich mal drauf achten. Moin, Angie! Hast du dich in der Zeit vorher? Nee. Also, wir haben die Nacht wieder absolut nicht geschlafen. Und Kali hat sich jetzt schlafen gelegt, weil die Ziegen, die haben uns komplett auf Trab gehalten in der Nacht. Ich habe auch ein bisschen mehr geschlafen als Schnucki, deswegen... Als sie jetzt schläft, habe ich mir gedacht, komm, ich streame jetzt einfach mal so eine Stunde, anderthalb Stunden. Also ich werde spätestens 14 Uhr weg sein. Weil wir müssen dann noch den Ziegenstall ausmessen. Ich bin dann aber wie gewohnt 17 Uhr heute wieder live. Also nur weil ich jetzt live bin, heißt das nicht, dass ich heute Abend dann nicht live bin. Wo wollte ich denn jetzt hin? Also hier gibt es einen Ausgang. Gab es hier, guck mal hier, den meinte ich eigentlich. Ah, da wird er doch nicht warten, oder? Es ist ja am Arsch der Welt. Es ist halt schade, dass ich das... Erforsche die Wildnis. Was ich ein bisschen schade finde, warum kann ich denn hier zum Beispiel... Bin mir ein bisschen unschlüssig. Oh nein, wir hätten mal nachgucken. Ich bin gar nicht auf der Höhe, habe ich das... Warte mal. Moment. Die Gebiete haben doch Namen. Ich kann nur nachgucken, wie das hieß, wo ich gerade war. Schade, dass man da nicht nachträglich nachgucken kann, aber wir können da nochmal ganz kurz hinlaufen und gucken, wie es heißt. Wie in der Beschreibung stand, sogar als es 40 Grad war, hat der Lüfter versagt. Ja, hä? So, warte mal. Wir sind hier, der Garten. Oder? Wir sollen aber nicht in den Garten, wir sollen in die Wildnis. Ne? Wir sollen in die Wildnis. Das heißt, der Garten ist ja falsch. Oder kommt die Wildnis nach dem Garten? Ich habe keine Ahnung. Hat höchst vor Wochen hier. Geh mal durchs Wasser, glaube ich. Ja gut, aber meinst du nicht, da kannst du auch mal Troller geben, die die Infos quasi faken? Dass sie es einfach nur irgendwie loskriegen wollen, noch als Reparaturding? Okay, warum sollte man faken, dass es kaputt ist? Geht, glaube ich, mal hier hingucken. Also das fehlt mir tatsächlich jetzt so ein bisschen. Dass, also die hat ja gesagt, wo der ist, aber ich finde ihn A nicht mehr. Ich weiß, hier ist einfach nur ein Haus. Gucken wir nicht weiter. Das ist so schön gemacht an sich, das Spiel. Okay, sagt er uns nicht? Oder sie oder es? Schade. Sinnlosen Umweg gegangen. Ja, wir gucken mal eben, ob wir hier eventuell in die sogenannte Wildnis finden. Sind wir jetzt? Ohne sicherer Hafen? Ja. Wir sind hier. Ich glaube, ja, von wo sind wir gekommen? Ich glaube, von hier sind wir halt gekommen, ne? Gibt's ja angeblich sogar noch eine Kiste. Sollen die sein? Da oben, da hinten, rum, warte mal. Ah, Moment, hier sind wir einfach nur durchgelaufen. Ja, moin, das haben wir quasi als Crashkurs nur so kennengelernt, ne? Weil hier hinten ist zum Beispiel eine Kiste. Ich muss ja alles noch erkunden, krass. Okay, hier ist... Ah, jetzt... Okay, war ein bisschen schwierig anzuklicken. Ist das ein Ring? Ein Goldkabel. Sehr aufwendig produzierte Kabel, die besonders gut leiten und stabil sind. Nur für die feinste Elektronik gedacht. Sehr geil. Ah, die Kisten haben jetzt... Guck mal, die sind zwar noch da, aber die haben jetzt so ein geöffnetes Symbol. Alles klar. Okay, habe ich das jetzt auch schon mal raus.
Aber warte mal, dann heißt es, dass wir hier natürlich auch noch nie waren. Wie kommen wir da hin? Hier so runter, da rum, okay. Das heißt, wir waren hier überall noch nie. Das ist sehr gut. Okay, da kannst du natürlich den HDMI-Pod austauschen, ne? Mal kurz ablöten, neuen dran löten. Was kostet dich das? 1 Euro? Was kostet so ein HDMI-Ersatzteil? 1 Euro oder so, ne? Wahrscheinlich holst du dir direkt für 5 Euro so ein 10er-Ding. Dann hast du immer eins auf Lager. 2 Euro, die gut. Ja, geil. Wo sind wir hier? Eigentlich immer noch in derselben City? Immer noch sicherer Hafen, alles da. Also erst wenn wir da vorne gleich verlassen, verlassen wir anscheinend den sicheren Hafen. Oh, der wollte uns einklemmen. Habt ihr das gesehen, dieser kleine Kacksack? Ha! So legt habe ich dich. Hast du mir einen falschen angelegt, Bruder? Ich schwöre, ja? Warte mal, voll auf Assi quatschen. Ist das dann eine Holzkiste, die wir kaputt machen können? Mal gucken muss man ja, weißt du? So, wo geht's? Ah ja, okay, hier geht's schon mal zum Das Moor. Aber... Nee, warte mal, das ist doch nicht... Das ist... Was? Wo soll der... Was? Wie kommen... Sollen wir denn da an die Kiste rankommen? Ich würde sogar fast schon behaupten, dass es die ist, aber gut. Geht ja nicht. Okay, das ist aber das Moor. Hier sind wir auch falsch. Wir haben einmal den Garten, wir haben das Moor. Okay, langsam lernen wir hier die Gegend kennen. Jetzt müssen wir noch zu dem anderen Ausgang gehen. Aber da kommen wir doch eigentlich dahin, wo wir... Oh, was ist denn da los? Respawn? Oder waren wir hier gerade noch gar nicht? Nee, stimmt, wir gehen gerade einen anderen Weg. Ja, eben, Fami. Nee, ich finde, wie gesagt, ich finde es eigentlich ziemlich geil, was du da machst. Immer mal Schnäppchen rausschlagen. Mega geil, Mann. Okay, cool. Wir sind hier, glaube ich, eine ganz kranke Sackgasse gelaufen. Genau, die führt bis hierhin keinen Weg weiter. Ja, moin. Geht's halt nirgendwo hoch, ne? Da ist eine Leiter. Ah, wir könnten hier hoch, hätten wir vorher die Leiter runter gemacht. Das ist toxic jetzt. Das ist aber ein bisschen schwierig, du. Ist halt auch kein kleiner Weg, den wir jetzt hier laufen dürfen, um da wieder zurückzukommen. Hey! Oh! Na gut. Aber langsam habe ich den Weg ja. Boah, das ist ein ätzender Weg. Wenn die da nicht was Sinn machen können, dass du da direkt wieder zurück kannst, von da aus? Dass du den ganzen Weg hier rumläufst? Ja klar, gut. Wir hätten die Leiter vorher auch noch machen können. Aber das weiß man doch vorher nicht. Jetzt mal Real Talk. Butter bei der Fische hier. War das jetzt direkt hier oben? Warte mal. Hier hinten lang. Ja, guck mal hier. Wir sind jetzt... Alter, war das ein Umweg. Hätten wir... Ach, du heilige Makrele. Das nenne ich mal Umweg. Na, guck mal, ich glaube, wir können... Oh, ist noch irgendwas? Audiolog? Es ist unser erster Tag auf Dexel. Ich bin so aufgeregt. Wir haben es tatsächlich aufs Schiff geschafft. Ich sollte mich wegen der Zurückgelassenen schlecht fühlen, aber ich muss auch an mich denken. Sie haben uns allen schon Aufgaben zugeteilt. Hier geht echt alles sehr schnell.
Ich freue mich schon auf die Arbeit. Dadurch wird die Wartezeit auf unsere Ankunft wie im Flug vergehen. Achso, du rufst da sogar noch vorher an, oder was? Nicht einfach so, ja, okay, der hat das, du kaufst es direkt. Also du gehst ja schon mal auf Nummer sicher und rufst vorher an. Und das sah aber aus wie eine Halfpipe, weil der Zaun fehlte. Ich habe mir hier so ein bisschen... ja, Movement-Problem in dem Game. Bin nur hier hochgekommen. Lol, guck mal. Hier ist jetzt eine Energiewand, wir kommen gar nicht mehr zurück. Warte mal. Bin jetzt... so. Komm da unten noch gar nicht hin. Okay, da kommen wir noch gar nicht hin, verwirrt. Da, warte mal. Da durch das Haus irgendwie. Kommen wir da irgendwo hoch? Ich glaube, das ist alles nur Deko. Ich glaube, wir sind hier komplett falsch. Ist nur eine Vermutung. Man, klar, wir kommen jetzt da die Treppe runter. Wir haben da jetzt die Leiter, aber da geht es halt nirgendwo lang. Wir brauchen hierfür anscheinend auch erst noch ein anderes Tool. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich durch den Garten durch und da hinten nochmal raus. Kann das sein? Ach so. Ja, ist cool. Nee, so, sowas würde ich, glaube ich, nicht machen. Also, wenn ich das sehen würde, okay, gut, wegen dem und dem kaputt oder so, ich würde es dann wahrscheinlich kaufen. Ich hätte da gar keinen Bock noch auf extra Gespräche. Wäre dann wahrscheinlich auch mein Fehler. Ich hab dann wahrscheinlich doch mal zwischendurch eine Falle rein. Ne, dann ist das hier der einzige Weg, den wir gehen können. Dann müssen wir wahrscheinlich durch den kompletten Garten durch und da hinten nochmal den Ausgang nehmen. Ja, guck mal, die Kiste ist wieder zu. Hä? Moment, die haben wir aber schon geöffnet. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist wahrscheinlich... woran ist hier? Hier ist noch ein Ausgang, da ist noch ein Ausgang. Dass einer von den beiden die Wildnis ist. Ich glaube, hier ist wieder alles da, ne? Ist die Kiste hier auch wieder da? Nee, die Monster sind noch weg. Ich geh nochmal ganz kurz zu der Kiste hin. Nee, die Monster sind wieder da. Oh. LOL, die können sich auch gegenseitig töten. Oha, so. Jetzt sind sie mir mit einmal sehr sympathisch. Sympathisch. Hey, LOL. Die Kiste ist einfach wieder da. Können sie... ich darf nicht. Okay, that's a little bug. Okay, man muss halt immer noch dazu sagen... guck mal. Die Kisten da hinten sind auch respawned. Man muss halt dazu sagen, es ist ja noch eine Beta. Wir haben hier noch kein fertiges Spielrelease. Mit der Zeit kennt man einfach auch Leute, die... was? Holst du manchmal bei denselben Leuten die Sachen? Oder meinst du rein von der Charakteristika? Warte mal, wir müssen... hier wahrscheinlich, ne? Kommen wir hier durch? Achso, es gibt Stammverkäufer. Ah, ja. Kommen wir hier durch? Können wir da vielleicht runterspringen? Ich sehe den Weg irgendwie noch nicht. Ehrlich bin.
Also wenn, dann hier, ne? Ah, hey, tatsächlich. Ranken, wie groß wollt ihr noch werden? Die Ranken so... Ja. Ja, das meine ich. Die Dialoge sind einfach schön gemacht auch. Wir haben wieder so eine komische... Für was sind diese Perlen da? Kommen wir da rüber? Oh ja. So, da vorne ist wieder eine Kiste und da steht jemand. Moin, ich grüße dich, Digga. Kommt das nur mir so vor, dass die Dingbots immer aggressiver und smarter werden? Ja, sie wirken richtig doll angepisst. Vor ein paar Monaten waren sie noch so unkoordiniert, dass sie ständig zusammenprallten. Jetzt schwingen sie selbst gebastelte Waffen. Solange sie keinen gezielten Angriff planen, sollten wir aber sicher sein. Na dann. So, ich habe jetzt verschiedene Gedankengänge. Ich würde gerne unten an die Kiste. Jetzt stelle ich mir vor, kann man hier runterspringen? Wenn ja, komme ich da wieder zurück, weil ich habe ja da unten jetzt meinen Weg. Ich probiere es einfach. Komm schon. Okay, man kann runterspringen. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich meinen Weg verbaut, ne? Ja, komm schon. Oh, 10 Stück! Ja, moin! Sind das Kisten zum Breaken? Nein. Fuck. Leute, ich... Ihr seht, was gerade passiert ist, ne? Da ist eine little Rampe zum Hochlaufen. Ich habe sie leicht verfehlt. Kommen wir nicht mehr hoch. Geil. Oh doch. Durchschlagen. Kritische Stelle? Liebe Entwickler, falls ihr zuguckt, bitte die Rampe ein bisschen breiter machen oder wenigstens verhindern, dass man da nicht in ein Loch reinfahren kann, wo du eventuell nicht mehr rauskommst. Oh, was ist denn da los? Hey, Kids! Wie geht's denn so? Wer bist du denn, Oma? Aber ich coole krieg dich Klamotten gleich in den Sumpf. Für dein Alter. Ja. Aber nicht so cool wie die von Desmond. Autsch. Leute. Auch du, Chap? Wer seid denn ihr? Sag mal. Wir sind Desmonds Schüler. Desmond hat einen Fanclub? Dafür sind die extrem ekelhaft, die Kinder. Wir sind der Plündertrupp. Ja, Kinder halt, ne? Was plündert ihr denn so? Kekse? Nein, wir jagen und überfallen Dingbots und verticken ihre Teile. Okay. Ihr seid Kinder. Kann es sein, dass die Kinder uns überlegen sind? Weil wir haben ja hier schon teilweise Probleme, ne? Und die Kinder so, ja, wir machen das. Easy. Ah, ich mach auch im E-Sports mit. Solltest du nicht lieber irgendwo anders langweilen? Punk. Ich meine wegen den ganzen Dingbots und so. Ich meine wegen den ganzen Bimbops und so. Hör auf, mich so dämlich nachzuäffen. Der durfte so dämlich nachzuäffen. Ich will ja nichts sagen, Leute, ne? Wir haben hier einen Benno, einen Bonk. Ich hoffe, ihr werdet gefressen. Ein Henno und ein Gronk. Ich hoffe, ihr werdet gefressen. Seid still. Ein Easter Egg, Leute. Vollzieh. Hauptling sagt mir tatsächlich nichts. Aber ich glaube, das sind irgendwelche Streamer-YouTuber. Benno, Bonk und Raubling. Raubling. Gibt es einen YouTuber oder so, der Raubling heißt? Warum steht da nicht Ära? Ich hätte mich auch gerne im Spiel. So, sollt ihr nicht irgendwo spielen, wo ihr sicher seid? Hatten wir das gerade? Solltest du nicht lieber irgend... Ich meine wegen den ganzen... Oh ja, das hatten wir gerade. Das hatten wir tatsächlich gerade, warte. Habt ihr in der Nähe irgendwas Seltsames gesehen? Du meinst sowas wie eine Fremde, die Kinder anquatscht? Ich meine etwas, was besser ein Erwachsener abchecken sollte. Hinter dem einen Wasserfall ist so eine geheime Höhle. Hey, nicht verraten! Warum nicht? Wir trauen uns doch eh nicht rein. Ah, da fahren wir für die Stammkunden, ey. Vielleicht kann sie ja den Schatz rausholen. Und wenn sie sich sicher fühlt, ziehen wir ihn ihr ab. Ich bin immer noch hier und ich kann alles hören. Hm, schon seltsam, sowas zu einem Kind zu sagen. Warum seid ihr bloß so? Ja, weil es halt abgehobene YouTuber sind. Desmond ist so cool. Er kann einfach alles. Ach ja? Hat er schon mal einen Aufseher? Desmond von Assassin's Creed. Fäden, sogar welche mit Beinen. Es gibt Aufseher mit Beinen? Klar. Und Desmond hat mit seiner geheimen Buchstabtechnik so... weggeballert. Den Move sollte ich auch mal lernen.
vergiss es! Desmond bringt ihn nur seinen besten Schülern bei. Uns nämlich. Leg dich also nicht mit uns an. Okay, verstanden. Ihr findet Desmond richtig gut. Wir sind besser. Wir haben Desmond fertig gemacht. Ja, da war so ein riesen Roboter und wir haben den alleine gekillt und Desmond so, ah. Bis dann. Bimselt haben wir den. So, Benno und Bonk und Raubling, wer auch immer. Ja, hier ist ein sehr auffälliger Pfeil, ich glaube. Warum macht man sowas, Fami? Warum macht man sowas? Ist mir echt ein Rätsel. Guck mal hier, wir haben jetzt hier so eine Karte. Das ist sicher Hafenadel, Garten, das Moor. Und der Unterschlupf. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch nicht die Wildnis entdeckt. Das Spiel ist ja riesig. Achso, aber warte mal, wo ist denn jetzt meine Karte hin? Wir sind jetzt im Garten, genau. Hier wollte ich eigentlich nachgucken. Ich wollte zuletzt nach hier weg und dann dachten wir uns, kann man da runterspringen. Aber wenn wir wieder zurückgehen, kommen wir da unten links rein, alles klar. Dann machen wir das, komm.